Herr Shapira, ich möchte gerne mit Ihnen auf Ihre Sprache und Ihren Blick auf dieses Land schauen. Sie selbst sagen, dass Sie oft missverstanden und bewusst fehlinterpretiert wurden. Wir haben Ihren eigenen Autoren bei Shapira Shapira mal zwei Zitate von Ihnen vorgespielt und die Reaktion will ich Ihnen hier gerne mal zeigen. Kommt ein Skelett zum Arzt, sagt der Arzt, Sie sind aber reichlich spät dran. Ist das Shark Shapira oder Phipps Asmussen? Ja, da werde ich mich nicht da festlegen. Geht ein Dachdecker in eine Kneipe und bestellt einen Korn, sagt der Wirt, der geht aufs Haus. Ist das Shark Shapira oder Phipps Asmussen? Der ist gut. Also ich habe weder das eine noch das andere Programm gesehen, insoweit muss ich ja passen, ja. Genau, Herr Shapira. Ihre eigenen Autoren können jetzt dann nicht genau sagen, ob das noch Shapira oder schon Asmussen ist. Was sagt das über Ihre Sprache aus? Ja, das sagt vor allen Dingen, dass die meisten die erste Staffel von Shapira Shapira gar nicht geguckt haben, wie sie ja selbst deutlich artikulieren. Und das ist eigentlich schade. Und natürlich ist diese Show, sagen wir für einen Comedian, etwas Ungewöhnliches. Diese philosophischen Einlassungen dazu hat heutzutage kaum noch ein Comedian den Mut, also Gags zu verwenden, die manchmal vielleicht etwas zu sehr ins Poetische gehen. Auch das muss zulässig sein. Das macht nicht alles, das darf nicht alles glatt gemockelt werden. Und ich glaube, das ist auch, worüber die meisten Menschen im Land gerne wieder lachen wollen. Okay. Darf ich mal kurz unterbrechen? Wir sind gleich durch, ja? Ja, deswegen, ich würde sagen, das sollten wir einfach nochmal wiederholen. Ja, es geht so nicht, ne? Sie haben jetzt Herrn Shapira mit Fragen konfrontiert, die ihn stark emotionalisiert haben. Ja, genau. Ich bin sehr emotionalisiert gerade. Aber Sie wissen doch, das machen wir nie, ja, dass das wir geht, Fragen wiederholen. Das geht so nicht. Das war kein Interview, auf das er so konnte. Ja, also auch der Einspieler am Anfang, also das fand ich nicht wirklich redlich. Also wenn Sie es nochmal so machen wollen, dann... Ja. Ja, das machen wir bestimmt nicht nochmal jetzt. Also hören Sie, der Shark ist jetzt stark emotionalisiert. Er hat auf dem Weg hierher die ganze Fahrt lang geweint und er hatte noch nicht sein Eis. Ja, genau, das ist völlig unseriös. Ich will mein Eis. Können wir Herr Shapira ein Eis bringen oder so? Schoko! Nein, Vanille! Nein, Schoko und Vanille. Wir haben nur Wassereis. Aber ich will kein Wassereis. Ach gut, dann müssen wir das Ganze unterbrechen. Aber ich will Schoko-Vanille. Haben wir nicht. Passen Sie auf, dann haben wir hier ein manifestes Problem und dann wird das auch entsprechend Konsequenzen haben. Ich kann Ihnen sagen, dass das massive Konsequenzen hat. Inwiefern denn? In der vertraulichen Zusammenarbeit zwischen Comedians und Journalisten. Es geht doch darum, und das spüren Sie doch auch, dass wir mittlerweile in einem Stadium angekommen sind, wo man sich gar nicht traut, in einem Interview nach Schoko-Vanille-Eis zu fragen. Wir haben kein Eis. Ja? Jetzt können wir entscheiden, ob wir das Interview hier beenden oder ob wir es an der Stelle nochmal weiterführen. Passen Sie auf, wir beenden das Interview. Nur dann ist klar, wir wissen nicht, was kommt. Dann ist klar, dass es mit mir kein Interview mehr für Sie geben wird. Ist das eine Drohung? Nein, das ist nur eine Aussage, weil ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin auch ein Mensch und ich will Eis, verstehen Sie? Und was könnte kommen? Was meinen Sie da, wenn Sie sagen, wir wissen nicht, was kommt? Vielleicht werde ich auch mal ein interessanter Comedian in diesem Land. Vielleicht gewinne ich auch mal einen Comedy-Preis oder eine Sendung auf RTL zur Primetime, könnte doch sein. Gut, Herr Shapira. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg für Ihre Karriere. So machen wir das so. Tschüss. Das Interview wird nicht verwendet. Dann natürlich wird das verwendet.